Servus, Donaubayern. Fünf junge Gastronomen treten an. Denn es geht um nichts weniger als um die Frage, wer hat hier an der schönen blauen Donau seinen Gästen das Beste zu bieten? Das ist vielleicht ein bisschen zu stark von jeder Seite angebraten, finde ich, oder zu heiß im Ofen geschoben, ich weiß es nicht. Kann das sein, dass ihr das Brot vertauscht habt? Das war ich sogar. Brot, Bissen und Befindlichkeiten. Dann siehst du hier, wie hart das ist. Mit der Pizza kannst du Leute erschlagen. Ich glaube, das war der erste Emotionsaussager überhaupt. Ne? Der Profi kommt und da sind Emotionen in der Küche vorprogrammiert. Als erstes geht es heute zu Christian in den Landgasthof Zeidelmeier. Und auf der Speisekarte findet man so jetzt viel heimische Produkte, wo es geht. Klingt gut. Der gelernte Koch setzt in seinem Konzept auf Frische und Regionalität. Zu den Croutons, da muss ich sagen, es hat nicht 100% gepasst. Wir sind heute am Montag und wir starten mit der ersten Kritik bei, Achtung, Croutons. Willkommen im weiß-blauen Freistaat an der Donau. Christian bietet im Landgasthof Zeidelmeier am liebsten einheimische Gerichte an. Andi setzt im Andy Green auf gesundes Fastfood ohne künstliche Zusatzstoffe. Im Zum Roten Eichhörnchen bewirtet Janina Gäste mit bayerischer und internationaler Küche. Urig geht's zu in Martins Almhütte Guaststoi mit authentischer Hüttenatmosphäre. In modernem Ambiente serviert Paolo im Lofts Steakhouse frisches Fleisch und gute Drinks. Also dann, wo wird diese Woche der goldene Teller aufgetischt? Tag 1 beginnt, Mike macht die Vorhut und schaut sich um, hier im eher ländlichen Teil des Freistaats. So ihr Lieben, Wochenstart bei Mein Lokal, Dein Lokal, der Profi kommt. Ich darf mich durchfuttern und zwar für euch und das Ganze in der Donauregion. Rund um Ingolstadt bin ich jetzt unterwegs. Wir starten heute beim Christian, der ist Küchenchef und Geschäftsführer im Familienbetrieb. Also die führen das seit langer Zeit. Das Ganze am Land, auf jeden Fall. Hoff einfach auf eine knackige Kulinarik. Rohrbach an der Ilm, Landgasthof Zeidelmeier liegt im Hopfenland Hallertau, mitten im Dreieck von München, Ingolstadt und Augsburg. Wir sind jetzt hier in Rohrbach. Ich bin der Christian, Betreiber im Landgasthof Zeidelmeier. Der Name Zeidelmeier kommt von meiner Oma und von meinem Opa. Die haben vor über 60 Jahren das Haus gekauft. Dann hat mein Onkel irgendwann weitergeführt. Und ich darf jetzt seit 10 Jahren mit dem gleichen Namen weiterführen. Junger Mensch, ne? Und dann gleich entschieden für die Selbstständigkeit. Stark. Und auf der Speisekarte findet man so jetzt viel heimische Produkte, wo es geht. Viel deswegen, weil wir eine jägerreiche Familie sind. Wir gehen alle selber auf die Jagd. Es ist also schon was Besonderes. Ne? Also das ist ja schon immer eine andere Geschichte, wenn man eine Beziehung zu dem Jäger hat oder das sogar selber schießt. Das ist was anderes, ganz klar. Wow, hier jagt der Koch noch selbst. Das spricht für die Qualität der Zutaten im Gasthof Zeidelmeier. So, ist da noch wer da hinten? Also noch wer? Ja. Wer bist du? Ich bin die Theresa. Theresa. Hallo Mike, freut grüß mich sehr. Dich. Herzlich willkommen im Landgasthof Zeidelmeier. Ich suche eigentlich den Christian, aber den finden wir in der Küche. Den finden wir in der Küche. Und ja. Du, was machst du da? Service? Ich bin hier für den Service zuständig, genau. Ich bin jetzt noch in der Vorbereitung für alles. Macht einfach alles Spaß. Ne? Das ist ein ursprüngliches Wirtshaus, bayerisch, ein Mädel, Theresa im Dirndl. So stelle ich mir das vor. Gilt das Konzept auch für die Speisekarte? Das heißt Landgasthof. Und Landgasthof stufe ich immer ein bisschen feiner ein wie den Gasthof. Ja. Landgasthof ist immer so ein bisschen ein Ticken mehr gefaltete Serviette, ein bisschen bessere Tellersprache, schon etwas feiner. Da darfst du dich überraschen lassen. Also der Christian hat in feinen Läden gearbeitet, er hat ein bisschen Erfahrung. Okay. Es wird halt, freilich bin ich dabei. Ja, erzähl. Es wird halt auch von den Gästen schon so erwartet, dass der Christian auch mal außergewöhnliche Kompositionen macht und nicht nur den typischen Schwabentopf. Okay. Und genau. Wenn ich da so runterschaue, geht's da in die Küche? Anspruchsvoll sind die Erwartungen und die Größe des Gasthofs. Terrasse und Gastraum bieten 90 Plätze plus Biergarten und Weinstube. Also die Küche macht auf jeden Fall einen sehr, sehr tollen Eindruck. Sie ist natürlich mega groß, aber wenn man hört, wie viele Sitzplätze der Christian da hat, versteht man das auch. Ne? Die Küche hat ein paar Jahre im Buckel, schaut aber aus, als wenn nie drauf gekocht worden ist. Oder? Ja, wir pflegen sie gut, wir passen gut drauf auf. Schaut mega aus, habe ich richtig Bock drauf. Ich zieh mich um, komm zu dir. Perfekt. Ja, alles klar. Die Ausstattung zeugt vom hohen Anspruch. Christian hat bereits in Sterne-Restaurants gearbeitet und als Koch internationale Erfahrung.
geht's los. Wir legen los. Was gibt's denn eigentlich? Es gibt heute ein Rehrücken aus der Holledau. Okay. Dazu machen wir ein Sellerie-Püree. Aus der Holledau, das ist dann eure Region genau, hier? Das ist die Hopfenanbau-Hauptregion in Deutschland, ja. Das ist ja schön für ein Reh, ne? Das ist ja Gräser, Triebe etc. Es ist gern alle Triebe, das ist richtig, genau. Auch vorzüglich bei den Hopfen. Das macht halt ein gutes Wildfleisch aus, gerade beim Reh, ne? Ja, ein schöner Rehrücken kann Kenner entzücken. Gekonnt filetiert Christian das Fleisch. Jetzt ist wichtig, dass man halt, möglichst nicht ins Fleisch reinschneidet, wenig Fleisch am Knochen bleibt. Der junge Mann, der hat was drauf. Könnte spannend werden. Das ist dann schön, wenn ein bisschen Fleisch noch dran ist. Das braucht man hier für den Soßenansatz. Ne? Das ganze Knochengerüst hier, das wird dann klein gehackt. Und hier die Silberhaut kommt auch noch dazu, ein bisschen überschüssiges Fett. Aber an dem Rehrücken ist ja nichts dran. Ne? Dran ist jetzt Christian. Er zerkleinert den Knochen fachmännisch und bereitet ihn für die selbstgemachte Soße vor. Dann machen wir die Knochen rein. Okay, gar nicht in der großen Pfanne, weil die hast du, glaube ich, auch an, habe ich gedacht, dass du das da reinschmeißt. Nee, da brauchen wir noch einen Rücken an drauf. Okay. So, der ist schon heiß. Okay. Ab in den siedend heißen Topf mit den Knochenstücken. Nachdem das Fleisch angebraten ist, kommt Gemüse dazu. Mal, oder? Noch Tomatenmark rein. Alter, also wir sehen den ganzen schönen Ansatz von der Wildsoße. Ja, das ist natürlich auch schon immer bezeichnend, wenn einer wirklich auch alles verarbeitet. Ne? Da werden die Knochen hergenommen, um wirklich dann eine Rehsoße zu machen. Ne? Immer den Knochen von dem Tier nehmen für die Soße. Ne? Jawohl. Das ist ein Sößchen, wo ich sage, yippie-yay. Ne? Jetzt fehlt eigentlich noch Wasser oder hast du eine Grand Jus? Wir haben eine Grand Jus. Eine Grand Jus ist eine Grundsoße. Wenn man das dazu gibt, ist es natürlich noch ein Ticken besser. Wird aber absolut mit Wasser ausreichen, weil diese Knochen werden ja ausgelaugt, ausgekocht. Christian will nur das Allerbeste und nimmt Grand Jus, einen hochwertigen braunen Fond. Während die Soße kocht, würzt er das Fleisch. Ob du jetzt vorher oder nachher würzt, jeder hat seine eigene Philosophie. Und es ist auch mittlerweile gestattet. Ne? Wir haben ja auch festgestellt, dass vieles, was die Alten erfunden haben, gut ist, aber verbesserungswürdig. Hier geht das Fleisch jedenfalls gut gewürzt in die Pfanne. Kräftig brutzelt das Fett, damit das Fleisch Röstaromen entwickelt. Du brätst das an, dann geht's ins Backrohr und nachbraten tust es dann in Butter. Genau, in Butter. Okay. Das sollte man sich immer merken. Also bevor man was irgendwie ins Rohr gibt, immer schön anbraten, dann ist es einmal versiegelt. Ja, und kann dann nicht irgendwie, Fleischsaft kann nicht so schnell ausdringen. Das ist alles fachlich richtig. Also ich glaube, ich kann mich freuen. Ne? Das heißt, jetzt machst du noch das Gemüse und ich kann schon mal Theresa holen oder wie? So können wir machen, ja. Das Gemüse machen drüber schaut. Und dann können wir loslegen. Ja, die hat mich so nett begrüßt. Die holen wir dazu, oder? Die holen wir dazu, Freilich. Und außerdem braucht sie dann noch mehr Motivation für den Wettkampf nachher. Sie wird dann im Service sein nachher? Die im Service später, ja. Aber die hole ich dazu. Komm. Bestens motiviert und gut vorbereitet macht das Team vom Landgasthaus die letzten Zubereitungsschritte für Mikes Mahlzeit. Theresa, hab ich mitgebracht. Ciao. Jawohl. Da läuft das Wasser im Mund zusammen. Reh und Beilagen sehen auf den Punkt gegart und köstlich aus. Es ist mega gegart. Schau mal her. Da, schau. Seht ihr das? Ich mach das mal. Und schön saftig. Also das ist jetzt mal absolut medium, ja? Ja, gut schaut's aus. Aber ist es das auch? Der Geschmack ist hoffentlich alles andere als medium. Der Moment der Wahrheit. Unser Profi probiert. Und Mike, was sagst du? Ich sag mal absichtlich nichts, ne? Damit ja, da mal nee, ja, das ist, passt schon. Ist gut, aber ja? Ich bin jetzt auch da gar nicht nervös, weil ich weiß, dass das gut ist. Ich kenne die Qualität. Mike spannt alle auf die Folter und lässt sich Zeit für sein Urteil über den Rehrücken. Koch Christian scheint die Ruhe wegzuhaben. Toll. Super Geschmack. Freut mich. Gute Soße, schöne Harmonie, Gemüse. Boah, auf Biss. Also wenn das nachher so klappt, Wahnsinn. Ihr macht den Start, ist nicht ohne. Und deswegen da besonders aufmerksam sein, besonders nett sein, wirklich auf die kleinsten Kleinigkeiten achten. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Dankeschön. Ja, danke. Mike hat schon jetzt auf die Kleinigkeiten geachtet. Und was sagt er zu seinem Eindruck? Also kann man sich merken, ne? Hier kann man hergehen. Gasthof Zeidelmeier, was für ein Wochenstart. Also, Christian, mal die Eckdaten. Grundprodukte super, ist auch noch Jäger, ne? Was bekomme ich? Rehrücken. Teller heiß, Soßen frisch gemacht. Da gibt's kein Pulverfehlen, gar nichts. Und wen haben wir noch da am Start? Theresa. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Und die sind auch so unglaublich ruhig, ne? Überhaupt 0,0 nervös. Also für diesen Wettkampfstart am Montag, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Übrigens habe ich von der Qualität des Essens und wie es angerichtet worden ist,
sehr wohl Landgasthof gespürt. Also, super. Ich wünsche Ihnen alles Gute.